In der Late-Night-Show von Promi Big Brother packt Claudia Effenberg eine ziemlich pikante Story aus. Sie behauptet, dass Verena Kehrt einst Stefan Effenberg angebaggert und ihn nachts zu sich auf einen Wein eingeladen habe. Für Verena Kehrt hätte der Montag definitiv schöner enden können. Erst wurde sie als erste Kandidatin aus dem Promi Big Brother Container gewählt und dann traf sie bei der Late Night Show auch noch auf Erzfeindin Claudia Effenberg, 59. Dass die beiden Frauen sich nicht riechen können, ist bekannt. Doch warum eigentlich? Moderatorin Melissa Kalay hakt vor Verenas Erscheinen nach und Claudia offenbart eine durchaus pikante Story. Demnach soll Verena einst den Kontakt zu Stefan Effenberg gesucht haben. Verena hat meinen Mann mal angebaggert. Sie hat ihn nachts angeschrieben und wollte mit ihm Wein trinken. Das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Behauptet die Ehefrau des Ex-Kickers. Jener behielt die Anmache nicht für sich und zeigte Claudia umgehend die SMS. Darin soll gestanden haben, ich bin zu Hause, ich fühle mich so allein. Hast du Lust, ein Glas Wein zu trinken? Statt Stefan habe Claudia dann zurückgeschrieben, worauf Verena sich rausgeredet haben soll. Ei, dass die 59-Jährige nach dieser Geschichte nicht sonderlich gut auf Verena zu sprechen ist, überrascht da wohl nicht. Für Verena Kehrt kam es am Montag zu einem Déjà-vu. Denn auch das Dschungelcamp musste sie Anfang 2023 als erster Promi verlassen. Gegenüber Melissa erklärt sie, es hätte mich gewundert, wenn ich nicht die Erste gewesen wäre, ehrlich gesagt. Alles richtig gemacht. Ich sag dir ehrlich, 10 Tage. Ich bereue es absolut gar nicht, diese Zeit mitgemacht zu haben, aber es ist für mich vollkommen okay, jetzt wieder in Freiheit zu sein. Und auch wenn Verena während des Gespräches zwischenzeitlich mit den Tränen kämpfte, als es um Marc Terenzi ging, nahm der Abend dann doch noch eine positive Wendung. So kam es zu einer kleinen Aussprache zwischen ihr und Claudia. Am Ende umarmten die beiden Frauen sich sogar und begruben ihr Kriegsbeil, zumindest vorerst. Denn bekanntermaßen lässt Verena Vorwürfe gegen ihre Person nicht unkommentiert.